auf Schritt und Tritt. Natürlich auch an Judy Garland. Aber heute geht es um das neue Hollywood, um den großen Hit dieses Sommers, für den die beiden Hollywood-Wunderknaben George Lucas und Steven Spielberg verantwortlich sind. Indiana Jones and the Temple of Doom. Am chinesischen Theater sollen Hände und Füße der beiden in Zement verewigt werden, in Fortsetzung einer Tradition, die für die Filmschaffenden zu einer Art Statussymbol geworden ist. Wer hier etwas war oder ist, hat Anspruch auf den Zementabdruck. Also ganz gewiss auch für die Erfolgreichsten der Gegenwart, Lucas und Spielberg. Good morning, everybody, and welcome. Der unbeschreibliche Kassenerfolg des neuen Reißers, Indiana Jones, konnte an diesem Morgen nicht darüber hinwegtäuschen, dass einige Journalisten, Filmkritiker in erster Linie, sehr präzise Fragen hatten. Wer nach E.T. von Steven Spielberg einen ähnlichen Film erwartet hatte, musste von Indiana Jones einigermaßen enttäuscht sein. Zu viel Gewalt, zu viel Grausamkeit. Aber sollen die beiden erst einmal das tun, was an diesem Morgen von ihnen erwartet wird. Der Zement ist gerade richtig. Nicht zu weich, nicht zu hart. Zuerst die Hände und dann die Füße. Hunderte von Fotografen hatten ihren großen Tag. Keine amerikanische Zeitung würde auf solche Bilder verzichten. Wenn es um harte Kinokassendollars geht, sind diese beiden mit Abstand die erfolgreichsten in der Geschichte Hollywoods. Die Frage, die viele in diesem Sommer in den USA gestellt haben, kam auch hier. Sind Sie wirklich der Meinung, Steven Spielberg, dass 9- oder 10-Jährige Ihren Film verkraften können? Also, wenn ich Kinder hätte, sagt Steven Spielberg, würde ich mir die Frage, sollen sie den Film sehen, ja oder nein, sehr genau überlegen. Das ist eindeutig die Verantwortung der Eltern, ohne Rücksicht darauf, dass ich einen Unterschied mache zwischen Gewalt, die als Fantasie keine Beziehung zur Wirklichkeit hat, wie in meinem Film, und der Brutalität, die von der Straße kommt. Ich bin kein Psychologe, aber wenn ich einen 10-Jährigen zu Hause hätte, würde ich ihn warten lassen, bis er 11 geworden ist. Prefer that he see something else or wait until he's 11.